Einmal im Jahr an Halloween wird die Saat des Bösen losgelassen und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zum Lordschen Horror Oktober 2023 und zu einer weiteren Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgam Fool, The Other Side of Movies. Ja, und im Moment befinden wir uns so ein bisschen in einem Tal der Ernüchterung, was die Filme angeht, und heute kommt noch eine gewisse Enttäuschung hinzu, sogar eine ganz, ganz große Enttäuschung, weil wirklich sehr, sehr viel Potenzial für einen sehr interessanten, gar vielschichtigen Genrefilm einfach liegen gelassen wurde. Und zwar mit Dark Harvest, der auf dem gleichnamigen Roman von Norman Partridge basiert, der 2006 veröffentlicht wurde und damals ein ziemlicher Erfolg war. Und irgendein Produzent kam natürlich auf die glorreiche Idee, dass man diesen Roman vielleicht verfilmen könnte. Aber wenn man sich den Film anschaut, hat man eher das Gefühl, dass das Ganze eher unverfilmbar ist, obwohl hier als Regisseur David Slade genommen wurde, der unter anderem Hard Candy oder auch 30 Days of Night gedreht hatte, aber auch ja, Eclipse Twilight Teil 3 inszeniert hatte und danach sich erstmal für lange, lange Zeit vom Kino verabschiedet hatte und vor allem an solchen TV-Serien wie Hannibal mitgearbeitet hatte. Und Dark Harvest sollte jetzt sozusagen sein Comeback im Kino werden, im Genrefilm an sich. Nur wurde letztes Jahr der Kinotermin dann einfach so gecancelt. Ja, das wird sicherlich seine Gründe gehabt haben. Wenn man sich den Film anschaut, ist es auch nicht so schlimm, dass der Film nicht ins Kino gekommen ist und jetzt vor kurzem ganz, ganz heimlich ohne ja, irgendwelches Marketing halt auf Amazon Prime abgeladen worden ist. Wie so ein ja, Stück, wie Sondermüll, muss man sagen. Und wenn man sich den Film mal anschaut, ist es halt auch wirklich besser so. Auch wenn die Handlung selber sich sehr, sehr interessant anhört und sicherlich auch ganz gut liest im Roman und auf einem Stück Zettel oder allgemein das Drehbuch. Aber die Umsetzung selber, muss ich sagen, hat wirklich sehr, sehr viele Probleme. Ja, immerhin auf der Habenseite haben wir eine gute technische Umsetzung des Ganzen, was die Optik angeht, was die Kameraarbeit angeht, was die Effekte angeht, was das Creature Design angeht, was die Filmmusik angeht. Das ist alles okay, ja, das ist alles solide bis gut, ja, aber das ist halt nur die technische Seite und da ist halt die Frage, wie der Inhalt dem Zuschauer halt dargeboten wird, wie die Charaktere geschrieben sind. Und die Charaktere hier in dem Film sind da ja eigentlich komplett uninteressant, ja, austauschbar, blass und farblos, ja, und die Handlung hier dreht sich um eine Kleinstadt im mittleren Westen der USA in den 60ern, wo einmal im Jahr an Halloween die Jagd nach Sawtooth Jack geblasen wird, ja, denn der könnte die Ernte ruinieren und das möchte man natürlich verhindern und da ziehen junge Halbstarke los mit passenden Halloween-Masken und Baseballschlägern, ja, und ihren Lederkutten, um natürlich dann Sawtooth Jack die Rübe weich zu klopfen, ja, und der gute Jim Shepard schafft es halt, den guten Sawtooth zu erlegen und dann laben sich erstmal alle an seinen süßen Innereien, wenn man den Twist des Films gesehen hat, der sehr absehbar, eigentlich sehr vorhersehbar ist, wie man das schon ein paar Minuten erahnt gesehen hat, dann kommt einem eher so ein bisschen die Galle hoch an dieser Stelle. Und er wird dann auf jeden Fall von der sogenannten Erntegilde, die auch so über die Stadt herrscht, ja, das wird auch nicht wirklich erklärt, ja, wird er dann auf jeden Fall reich belohnt und auch seine Familie. Er bekommt eine fette Corvette, er bekommt einen Freifahrtschein nach Kalifornien, er darf nach Kalifornien fahren, er ist sozusagen frei, ja, frei und kann sich erstmal so richtig austoben, ja. Und seine Familie bekommt einen richtig fetten Check und kann sich dann auch das Haus ihrer Träume kaufen, ja. Und er zieht dann von dannen, ab und zu gibt es mal so einen wirklich ganz sporadisch geschriebenen Brief an die Familie. Sein Bruder Richie vermisst ihn, ja, sehr und möchte natürlich dann an der erneuten Jagd nach Sawtooth Jack an Halloween teilnehmen. Nur darf er das eigentlich nicht, weil sein Bruder hat es ja schon gemacht. Ja, warum sollte er das halt nochmal machen? Jetzt sind halt andere aus anderen Familien an der Reihe quasi, um Sawtooth Jack zu erledigen, was natürlich auch heißt, dass man auch selber ins Gras beißen kann. Wobei es später dann auch so einen Moment gab, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, das geht hier schon in Richtung Purge. Ja, die ganzen Halbstarken können jetzt endlich mal diese eine Nacht so richtig schön auf die Kacke hauen, randalieren, plündern. Sie können auch andere Erwachsene vielleicht umbringen, weil die im Gegenzug dann auch randalierende Jugendliche abknallen. Da habe ich mir gedacht, was gucke ich hier eigentlich so? Weil es ist irgendwie so Inkonsistenz, was mir hier so dargeboten wird, ja, und in welche Richtung sich eigentlich die Handlung entwickelt. Weil Richie sich dann auch
noch in ein junges Mädchen verguckt, die hat im örtlichen Kino scharf, wo gerade ein schönes Boris Karloff und Vincent Price Double Feature ist, ja. Und sie zieht dann auch mit ihm ein Stück weit los. Er möchte dann quasi mit ihr die Stadt halt verlassen, vielleicht ein besseres Leben führen und so weiter. Er möchte auf jeden Fall seinen Bruder wiedersehen. Ja, und es gibt dann auch so eine Art Wiedersehen, beziehungsweise es gibt dann halt gewisserweise diese Auflösung. Das ist halt das, was diesen Film ein Stück weit auch, wo man sagen kann, okay, das ist ein Film von David Slade, ja, weil Hard Candy hatte schon ein Ende, was ordentlich reingehauen hat. 30 Days of Night hatte jetzt auch, muss ich sagen, nicht so dieses typische Happy End gehabt, ja, es war eher so ein erlösendes Ende gehabt und dieses Ende hier, das haut mal so richtig rein. Das Problem ist allerdings, dass über weite Strecken der Film leider nicht wirklich reinhaut, ja. Die Auftritte von Saw to Zack sind sehr, sehr sporadisch. Sie sind durchaus gut inszeniert. Das CGI sitzt hier und es gibt auch den einen oder anderen, muss ich sagen, sehr splatterigen Moment, ja, wo zum Beispiel ein Kopf aufgerissen wird oder er geht da halt irgendwo rein in so einen Keller und da sind halt lauter Halbstarke und die werden dann erstmal so richtig schön zermetzelt, dass so eine schöne Blutfontäne hochspritzt. Das waren so die wenigen optischen Momente, wo ich sagen würde, okay, da funktioniert der Film halt irgendwie vom Splatter her und halt auch von der Umsetzung, ja, der Kreatur. Es ist halt nur die Frage, steckt noch mehr in dieser Kreatur, ja, mit diesem Kürbiskopf. Und ist, das Problem ist halt, ja, nach ein paar Minuten weiß man ganz genau, worauf hinaus der Plot eigentlich läuft. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, das war jetzt eigentlich auch verschenkte Lebenszeit gewesen, weil ich habe immerhin zwei Anläufe gebraucht, um den Film wirklich zu überstehen, ja, bis zum Schluss, ja. Aber es ist halt wirklich so, dass in dem Film sicherlich auch in der Romanvorlage Gesellschaftskritik drin steckt, aber die wird hier eigentlich nicht wirklich geäußert. Ja, das Ganze dümpelt an der Oberfläche vor sich hin, ja, obwohl hier genug Zeit wäre, um auch diese Themen hier deutlich nochmal dem Zuschauer aufzubereiten. Aber da herrscht dann eher Leerlauf, Langeweile, Charaktermomente, die kein Mensch gebraucht hätte, ja. Vor allem, da hier wirklich keine großartigen Charakterentwicklungen stattfinden, ja. Wir haben halt diesen Richie hier, der wirklich starrsinnig sein Ding durchziehen möchte, ja, und halt auch, wie so sein Bruder, so auch so ein bisschen diesen Ruhm ernten möchte, dass er halt auch was für die Gemeinde getan hat, ja. Ist halt nur die Frage, wie sich das am Ende ausgeht und ja, ich meine, dann kann ich ehrlich gesagt auf meine Mitmenschen pfeifen, wenn ich dann in so einen Ort hause, vor allem, wenn man das Ende vom Film gesehen hat. Und das ist halt schade, ja, weil da steckt wirklich viel, 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 viel drin und was man hier geboten bekommt, ist halt einfach wirklich nur triviales, generisches, über weite Strecken wirklich langweiliges, ödes, spannungsarmes Fast Food, ja. Und ich habe nichts gegen Trivialfilme. Ja. Viele Horrorfilme sind halt trivial. Ja. Da muss nicht alles logisch sein. Hier muss auch nicht alles logisch sein, weil hier wirklich eigentlich nichts wirklich erklärt wird. Ja. Und am Ende, okay, wird eine Sache ganz klar erklärt, weil das war sicherlich die wichtigste Sache allgemein. Aber viele andere Dinge quasi, was die Jugend da umhertreibt, warum sie quasi so an diesem Abend so marodieren und sogar auch Mitmenschen umbringen, ja. Das passiert ja einfach. Nimm's einfach hin und dann ist gut und dann hast du vielleicht einen Spaß mit Dark Harvest. Aber ich muss sagen, der Film hat nur in wenigen Momenten wirklich funktioniert und der Rest, den kannst du ehrlich gesagt komplett vergessen. Deswegen bekommt Dark Harvest von mir auch nur ganz, ganz knappe 3 von 10 Vogelscheuchen. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare unten reinschreiben, ob ihr diesen Film schon gesehen habt, ob ihr ihn euch eventuell noch anschauen wollt. Ja, könnt alle eure Gedanken da unten in den Kommentaren da lassen. Und das war es jetzt auch mit dieser, ja, Lordschen Horror-Oktober Filmkritik-Review zu Dark Harvest. Wir sehen uns auf jeden Fall dann bald wieder, ja, zu einer weiteren Filmkritik-Review, natürlich zum Horror-Oktober. Lasst euch überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.